Hey Leute, was geht ab? Dieses Video entstand durch eine Zusammenarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung Digitalakademie und der Rhein-Erft-Akademie. Wir sind die Schüler der Klasse CH18B. Mein Name ist Ilan und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um ein etwas spezielleres Video. Es geht um ein Video von der Naomi Seibt. Sie redet dort über die Demo gegen die Corona-Maßnahmen, die am 1.8.2020 in Berlin stattgefunden hat. Außerdem erfahren wir ihre Meinung zu Covid-19, über die Mainstream-Medien und über den deutschen Staat. Wir haben ihr Video analysiert und fragen uns, ob das, was sie sagt, auch wirklich wahr ist. Naomi Seibt behauptet, dass ca. 1,3 Millionen Menschen laut Polizeiaussagen in Berlin an den Demonstrationen teilgenommen haben. Es gab Polizeimeldungen, dass es 1,3 Millionen Menschen waren. Wir haben uns die Zeit genommen, Naomis Aussagen zu überprüfen. Anfangs ging die Polizei auch von 17.000 Demonstranten aus, wie dieser Tweet hier belegt. Jedoch kam man zum Schluss, dass es ca. 30.000 Demonstranten waren, wie mehrere Medien auch berichteten. Naomi behauptet Folgendes in ihrem Video. Die Medien sagten, es handelte sich um Proteste von mit vielleicht 20.000, 40.000 Personen. Das ist lächerlich. Allein wenn wir uns die Fotos ansehen, können wir den großen Unterschied sehen zwischen 20.000 und was auch immer diese Zahl war, die deutlich, deutlich größer ist. Auf der rechten Seite sehen wir einmal die Love Parade mit über 1 Million Menschen in Berlin und auf der linken Seite sehen wir die Demonstration. Aber wie kam es überhaupt zu der Zahl 1,3 Millionen Menschen? Laut unseren Recherchen waren es auch die Demonstranten selbst, die dies veröffentlicht haben, wie mehrere Medien berichtet haben. Der Grund dafür ist, dass die Demonstranten ein Zeichen mit einer so hohen Zahl setzen wollen. So denken die Menschen, dass diese viele Anhänger haben. Naomi sagt auch, die Medien würden falsch über die Demo berichten. Zum Beispiel auch, wer an der Demo teilgenommen hat. Hier wurden die Menschen diffamiert, die auf die Straße gegangen sind. Hier ging es nicht um Freiheit, sondern das waren Verschwörungstheoretiker und sogar Nazis aus dem rechten Lager. Aber nein, meine Freunde, es waren nicht alles Verschwörungstheoretiker aus dem rechten Lager. Denn es waren so viele Menschen präsent. Aber behaupten die Medien wirklich, dass nur Verschwörungstheoretiker und Nazis auf der Demo waren? Wir haben uns verschiedene Medienberichte angeschaut, wie die aus der Tagesschau zum Beispiel. Es waren mehr Menschen zur Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gekommen, als die Veranstalter bei der Polizei angemeldet hatten. Eine bunte Mischung aus Menschen, die ihre Freiheitsrechte durch Corona eingeschränkt sehen, Impfgegnern, Corona-Leugnern und verschiedenen Rechtsextremisten. Die Tagesschau spricht also nicht nur von Nazis, sondern auch von einer bunten Mischung an Menschen. Aber dass auf der Demo auch Nazis waren, bestreitet selbst Naomi nicht. Komisch, dass sie das gar nicht stört. Naomi sagt auch, was sie von der Maskenpflicht hält. Und die Maskenpflicht, die vollkommen sinnlos ist in meinen Augen und in den Augen vieler anderer Menschen, vor allem für Menschen, die eben außerhalb der gefährdeten Bevölkerungsgruppe sind. Naomi behauptet, dass der Mundschutz nur für Risikogruppen nützlich wäre. Die Personen, die der Risikogruppe nicht angehören, brauchen auf jeden Fall keine Maske mehr zu tragen. Aber stimmt das wirklich? Nein, ich muss Sie leider enttäuschen. Diese Aussage ist falsch. Und in dem folgenden Video werden wir Ihnen zeigen, wie eine Maske wirkt. Diese Bilder hier zeigen, beim Husten ohne Schutz können die kleinen Tröpfchen bis zu 1,5 Meter weit fliegen oder sogar noch weiter. Und so sieht das mit einem professionellen Mundschutz aus. Kaum etwas kommt durch. Häufig, wenn man sich unterhält, werden Luftflüssigkeitsgemische, auch Aerosole genannt, ausgestoßen. Mit einer Maske wird das größtenteils verhindert bzw. minimiert. Somit wird die Gefahr verringert, andere anzustecken, wenn man unwissentlich infiziert ist. Was Naomi verschweigt, die Maske dient nicht zum Eigenschutz, sondern um andere zu schützen. Deshalb macht es keinen Sinn, wenn nur Personen, die zur Risikogruppe zählen, eine Maske tragen, wie Naomi behauptet. Ganz im Gegenteil, ist es sehr sinnvoll, diese Maske zu tragen, um eben die Risikogruppe zu schützen. Naomi Seibt vergleicht in ihrem Video die Corona-Demonstration mit den Black Lives Matter-Demonstrationen. Wir haben zwei Aussagen von ihr kritisch hinterfragt. Diese Proteste sind vollkommen friedlich verlaufen. Das stimmt. Es gibt keine offiziellen Meldungen von den Medien, dass es bei der ersten Demo in Berlin zu gewaltsamen Ausschreitungen kam. Wie ihr in dem Bild sehen könnt, gab es aber im Mai schon Corona-Demonstrationen in Sachsen, wo 30 Polizisten von Demonstranten attackiert wurden. Aus heutiger Sicht muss man auch erwähnen, dass die zweite Corona-Demo in Berlin auch nicht friedlich war, sondern Rechtsextreme die Treppe des Bundestags stürmten. Die zweite Aussage, die sie trifft, bezieht sich auf die Black Lives Matter-Demonstration in Amerika. Ich möchte dazu jetzt einmal den Gegensatz der Black Lives Matter-Proteste stellen, wo es dramatische Riots, also richtige Aufstände, brutale Aufstände mit Anwendung von Gewalt gab in den USA, aber auch in Deutschland. Die Proteste begannen im Mai in Minneapolis und
Man muss Naomi Seib zugestehen, sie waren wirklich von Gewalt und Brutalität geprägt. Auf der anderen Seite gab es auch Demonstrationen und Proteste in den USA, die friedlich abgelaufen sind und keine Meldungen darüber bekannt sind, dass Ausschreitungen stattgefunden haben, wie man hier im Bild in Washington sehen kann. Auch hier hat Naomi Seib nicht ganz Unrecht mit dem aufgeführten Beispiel, das sie nennt. Wobei man sich auch fragen kann, warum sie überhaupt die Demonstration in Deutschland mit den Black Lives Matter Demonstrationen in Amerika vergleicht. Schlussendlich lässt sich also festhalten, dass Naomi Seib negative Aspekte der Corona-Demonstration in Deutschland nicht aufführt, dafür aber die brutalen und gewaltsamen Ausschreitungen in Amerika nennt. In beiden Fällen hat sie nicht ganz Unrecht. Sie vermittelt uns aber durch geschickte Betonung und Auswahl ihrer Beispiele ein verzerrtes Bild der Realität, denn die Black Lives Matter Demos in Deutschland sind auch zum größten Teil friedlich abgelaufen. Wir haben uns das Video angeguckt und festgestellt, dass sie oft das Wort Diktatur benutzt. Diese staatliche Diktatur, in die wir immer weiter hereingezogen werden. Wir haben uns gefragt, was ist denn überhaupt eine Diktatur? Die Diktatur ist eine Herrschaftsform, die sich durch eine einzelne regierende Person, dem Diktator oder eine regierende Gruppe von Personen mit weitreichend bis unbeschränkter politischer Macht auszeichnet. Ist das in Deutschland so? In Deutschland haben wir die Verfassung, das sogenannte Grundgesetz, das uns vor dieser Art von Regierung schützt. Somit ist eine Diktatur in Deutschland unmöglich. In dem Video spricht sie auch von staatlicher Unterdrückung. Dass wir einander helfen müssen, uns gegen den Staat und gegen diese Unterdrückung zu wehren. Staatliche Unterdrückung ist, wenn der Staat dem Volk die Menschenrechte verwehrt und bestimmte Personen oder Gruppierungen sanktioniert. Sowas passiert in Deutschland natürlich nicht. Vor dem Gesetz sind wir alle gleichgestellt. Egal welcher Religion, Nationalität oder Meinung man ist. Naomi spricht auch von Meinungsdiktatur. Alles, was mit Meinungsfreiheit und Meinungsdiktatur zu tun hat. Meinungsfreiheit ist, wenn man seine eigene Meinung in allen verfügbaren Übertragungsmitteln kundgeben darf, ohne mit rechtlichen Konsequenzen rechnen zu müssen. Und genau wie die Naomi in ihrem Video kann jeder seine eigene Meinung offen kundtun. Abschließend kann man anhand aller genannten Gründe sagen, dass Deutschland dem Gegenteil von Naomis Aussagen entspricht und wir das Privileg haben, in einer friedlichen Demokratie leben zu dürfen. Mit diesem Video haben wir gezeigt, dass wir nicht allen glauben sollten, die etwas posten. Am besten man informiert sich aus mehreren Quellen. Wenn einem etwas komisch vorkommt, überprüft man die Aussagen. Und nachdem wir Naomi überprüft haben, können wir auf jeden Fall sagen, dass sie keine gute Quelle ist. Sie sagt, dass die Medien uns anlügen, dabei lügt sie uns selber an. Das war's mit dem Video. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Lasst viel Liebe in den Kommentaren da. Abonniert uns. Da aktiviert die Glocke. Ciao, ciao. Hey.